ich bin die ganze so unkonzentriert, weil ich nämlich da hinten, also der bei den Journalisten, das ist er doch. Das ist der Schlemmer. Herr Schlemmer, kommen Herr Sie Schlemmer. Mal her. Das ist Horst Schlemmer, meine Wie Damen und Herren. Wie kommt der hier rein? Das ist der, was sind Sie? Kommen Sie mal her. Herr Schlemmer, kommen Sie mal her. Wo kommen Sie denn her? Ich will gar nicht. Ich saß doch da inkognito. Ich möchte nicht. Ach, kommen Sie doch mal her. Ich möchte nicht. Oh, Herr Schlemmer. Nein, lassen Sie es doch, Frau Herrmann. Ich möchte nicht. Aber Herr Schlemmer, ich wollte Sie immer mal treffen. Ja, und ich wollte gar nicht. Das ist der. Wollen Sie sich setzen? Er guckt sogar, dann machen Sie es. Ja. Ja. Der guckt, was er machen kann bei Ihnen? Ich wollte nicht hier mich in den Vordergrund drängen. Ach, Herr Schlemmer, es ist so schön. Ja. Ich wollte immer mal, das ist einer der größten Journalisten, meine Damen und Herren, ein Kollege, Chefredakteur. Ich meine, Herr Schlemmer. Oh, nein, warte, nein, Moment, ich sage es gleich. Du bringst mich, ich habe Kreislauf, weißt du? Ich will mal, Blatt. Und ich mache die Robler knallhart nachgefragt, immer ganz nah. Ja, weil, pass auf, die Tietjen, nein, ich möchte einen Schluck Wasser, weil die Tietjen hat gesagt, sie holt mich auf keinen Fall. Ich bin nur jetzt am Singen, weißt du? Frau Herrmann. Singen Sie? Ich bin am Singen. Und ich habe, nein, pass auf, ich bin in der Charts, bin Platz 21 von 0 auf 21. Nein, bin ich hoch. Bin ich hoch. Und dann ohne Operation, Herr Frankenstein. Ohne jede, ja, nein. Nein, weißt du. Er lacht doch. Nee, scheiße. Und die Tietjen. Die Tietjen hat mir gesagt, wir kennen uns nicht, wir haben uns noch nie gesehen und gar nichts. Das habe ich auch. Nein, Moment, warte, ich bin doch am Erzählen, hört doch zu, bist doch gar nicht befreit. Die Tietjen hat mich telefonisch wochenlang belästigt. So, hat sie, nein, jetzt muss er raus. Frau Herrmann, jetzt haben wir beide ein Kreuzchen angefangen. Was? Wir treffen uns. Herr Schlemmer. Ab und an. Deswegen wollte sie, dass ich mit dem Schweizer du verheiratet bist. Ja, also, er ist eifersüchtig, der Mann. Ja, auf jeden Fall singe ich jetzt. Ja, jetzt passen Sie. Also, Sie singen. Aber warten Sie, ich habe mal ein paar Fragen. Sie sind ja, von Ihnen kann man echt was lernen. Also, Herr Burro, Sie kennen ja Herrn Schlemmer wahrscheinlich noch nicht. Nein, aber ich kann mich nicht kennen. Wissen Sie? Kann er nicht. Aber es ist auch nicht schlimm, dass Sie mich. Ich kenne mich manchmal ja selber nicht. Weißt du, woher soll der mich kennen? Herr Schlemmer, wissen Sie, dass Herr Burro der Nachfolger von Herrn Wickert wird bei den Tagesthemen? Huck. Haben Sie ein paar Tipps für ihn? Weil, also wenn einer hart nachfassen kann, ist das Herr Schlemmer. Nein, ich meine, was der Wickert drauf hat. Und dann muss er als Journalist beherzigen. Dass eine klare Aussprache muss verständlich reden. Muss den Leuten eine klare Sprache bereiten. Sonst ist es schlecht. Weißt du? Und das, wenn du den Leuten, du musst den Leuten die Wahrheit sagen. Weißt du? Das musst du auch. Haben Sie eigentlich was machen lassen? Ja. Ich gucke. Ich meine ja. Ich hab schon so einen kleinen Intus. Weißt du, Hey, was war die Frage? Ja, was, ein Tipp für Herrn Burro. Haben Sie ja. Welcher? Ach, der Burro. Aber er hat ja abgelehnt, Eva. Ne? Die wollten hier. Ich weiß das ja, weil wir uns ja öfter mal. Ne? Also den Schlemmer haben Sie als erstes gefragt, aber er hat abgelehnt. Stimmt das? Hat mitgebracht, ja. Ich wollte aber nicht. Was haben Sie eigentlich? Ich möchte lieber Popstar werden, weil das ist ein solideres Geschäft im Moment. Popstar. Ja, ich hab die Zähne, weißt du. Und dann wird er diese Zähne machen Sie nicht, ne? Scheiße, das hätte ich gern machen lassen. Ich hab die Pläne müssen gemacht. Merkt man. Ja, und ich singe jetzt. Also ich bin jetzt Platz 21, hatte ich das schon erzählt? Nee, wir können ja gleich noch mal drauf. Warum singen Sie? Haben wir einen Hocker? Haben wir vielleicht. Wollen Sie einen Hocker? Ich möchte keinen Hocker. Nein, ich wollte auch nur kurz bleiben. Die gucken auch alle schon so hier nervt. Nee, möchte ich nicht wieder gehen. Aber ich bleib noch ein bisschen. Ja, Sie haben, ich meine, wer hat schon mal die Aussicht? Das ist doch Hocker. Weißt du Bescheid, du bist auch ein junges, wildes Bruder. Weißt du, das auch? Ist sie wirklich? Also, Herr Schlemmer. Riecht er streng? Was? Riecht er streng? Ehrlich gesagt, eine kleine Fahne. Ja, kann das sein? Ja, ich hab doch keinen Fahne. Ist aber ja. Freunde, wenn ihr wollt, singe ich gern noch einen. Wollte nicht, ich sing trotzdem. Ich habe ein Lied mit dir. Nein, wollte. Ich habe einen, nein, ich singe. Ja, ich singe. Pass auf. Gib dir mal die CD.
Das Lied widme ich meinem Schätzelein, Bettina Tietje. Möchten Sie denn an? Ich möchte auch eins. Ja. Ja. Möchten Sie denn das Lied anlachen? Ja, ach so. Sonst kann ich nicht singen. Also, meine Damen und Herren, Horst Schlemmer, der eisenharte, eisenharte Journalist vom Grevenbroicher Tagenblatt, ist in den Charts, Platz 21 mit Schätzelein. Das singt er jetzt. Und die kann man auch kaufen. Kann man kaufen, schön. Und ich singe jetzt, müsst ihr noch sagen. Meine Damen und Herren, und jetzt singt Horst Schlemmer. Jetzt singe ich. Also nein, ich singe. Ich singe. Ja, pass auf. Singe jetzt. Es ist erst so, weißt du, erst ist Vorspiel, dauert noch einen Moment, mit so eine Spannung aufgebaut. Und dann singe ich. Warte, jetzt gleich. Ein letztes Glas noch, ich bin bezwitschert, gleich muss ich hier raus. In der Kneipe, in Grevenbroich, gehen langsam die Lichter aus. Ich seh auf einmal die Frau, gleich zweimal die an der Theke steht. Ich bin so verknallt und ich frag mich, ob's hier genauso geht. Und ich sag ganz lieb, Schätzelein, weiß was, ich lad dich ein. Mach dich nicht verrückt und sei mein, dann sind wir zwei nie mehr allein. Und du sagst zu mir, Horstilein, das geht nicht, nein, nein, nein. Mich küssen im Mondenschein, das lassen wir lieber mal sein. Ich wanke heimwärts, da krieg ich ein Wirtshaus, da geh ich kurz noch rein. Ich glaub, ich kann auch ein Gläschen vertragen, so ein kleines Schlückelein. Weißt du Bescheid? Alles bewegt sich, die Theke, sie dreht sich, da sitzt noch eine Maus. Was die für ein Glück hat, ich bin gut drauf und ich leb nur einen aus. Und ich sag ganz lieb, Schätzelein, weiß was, ich lad dich ein. Mach dich nicht verrückt und sei mein, dann sind wir zwei nie mehr allein. Und du sagst zu mir, Horstilein, das geht nicht, nein, nein, nein. Mich küssen im Mond und Schein, das lassen wir lieber mal sein. Weißt du, mein Schätzelein, von dir würde ich nie mehr weggehen. Ich möchte immer bei dir sein und dich küssen in Slow-Mo. Weißt du Bescheid? Ja, du bist verrückt, ne, weißt du Bescheid? Und ich sag ganz lieb, Schätzelein, weißt was, ich lad dich ein. Mach dich nicht verrückt und sei mein, dann sind wir zwei nie mehr allein. Und du sagst zu mir, Horstilein, das geht nicht. Ach Freunde, wisst ihr was, das klappt ja hier gar nicht heute Abend. Ich komm überhaupt nicht an. Würden Sie heute Abend mit mir noch irgendwo hingehen? Ich mache 3.000 netto. Da sage ich nur mal als Information. Sag mal, hier ist ja gar nichts los. Da vorne sitzt nur eine. Nee, die schläft. Lieber allein. Bettina, wir sehen uns nach der Sendung. Ich bin weg. Ich habe wieder Kreislauf. Weißt du, wenn ich singe, habe ich Kreislauf. Ich meine, ich hätte auch einen Text vergessen. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er jeden. Ich habe einen getrunken. Das sollte man nicht machen vor dem Auftritt. Freunde, wisst ihr Bescheid. Ich bin weg. Da freue ich mich. Was denn?